der Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der hat es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, check der Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, check der Julian, check der Julian. Hey Leute, ich will heute meinen eigenen Streckenrekord brechen, und zwar auf meinem über alles geliebten Drahtesel. Also, wünsch mir Glück. 3, 2, 1 und go! Okay, vorbei an der Klobürste der Verdammnis, der goldene Gummistiefel und... Das glaube ich jetzt nicht. Ein Platten, echt jetzt? Tja, hilft nichts. Ich glaube, ich muss meinen Reifen flicken, oder? Naja, passt eigentlich auch perfekt zum Thema heute, denn heute geht's um... Klar, um Fahrräder. Das Fahrrad ist eine der wichtigsten Erfindungen überhaupt. Denn mit ihm kann man sich ganz wunderbar von A nach B bewegen. Und das Beste, Fahrradfahren ist gesund und gut für die Umwelt. Und man ist oft viel schneller am Ziel als mit dem Auto. Neben dem klassischen Stadtrad gibt es zum Beispiel das Rennrad, um super schnell zu fahren. Das Mountainbike, wenn es mal in die Berge geht. Tandemfahrräder, wenn man gerne zu mehreren fährt, und Einräder, um vor allem einfach Spaß zu haben. Und klar, am liebsten sitze ich natürlich auf meinem Checkspeditionsfahrrad. Ich check heute, wie ich mein Fahrrad ganz einfach selbst reparieren kann. Außerdem bin ich mit Verkehrsexpertin Melanie verabredet. Sie verrät mir, was ich als Fahrradfahrer im Straßenverkehr beachten muss. Und Johannes zeigt mir, wie man mit einem BMX-Rad richtige Kunststücke macht. Richtig cool. Also dann, nichts wie in die Pedale. Hier kommt der Fahrradcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Hab sie! Wie flickt man einen Reifen? Was ist ein toter Winkel? Und wofür steht BMX? Das check ich für euch. Mist, mit meinem Plattenreifen komme ich nicht mehr weiter. Deshalb geht's jetzt ab damit in die Fahrradwerkstatt zu Zweiradmechaniker Nick. Hey Nick. Hey Julian. Hey, du musst mir helfen. Guck mal, ich habe einen richtig platten Reifen. Da hast du recht. Komm mit rein. Perfekt. Mein kaputtes Rad hängt Nick erstmal an einen Montageständer. Dort hängt es stabil und wir können es uns ganz genau anschauen. Cool, ich sehe schon, mein Fahrrad ist in guten Händen. Das hoffe ich doch. Aber bevor wir es jetzt reparieren, kannst du mir noch ganz kurz erklären, wie so ein Fahrrad überhaupt genau funktioniert? Wir haben ein paar wichtige Bauteile. Zum einen diesen Fahrradrahmen und die Fahrradgabel. Und die Fahrradgabel ist dafür gedacht, dass sich das Vorderrad mit dem Lenker auch bewegen lässt. Du hast einen Sattel, auf dem du sitzt. Ja. Du hast dann diese beiden großen runden Bauteile, die beiden Laufräder mit den Reifen. Die sind wichtig, ne? Die sind sehr wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, damit du losfahren kannst, ist hier der Kettenantrieb. Treten wir in die Pedale, drehen sich die Kettenblätter und die Kette, die auf den Blättern sitzt. Die wiederum treibt die Räder an und bringt so das Fahrrad in Bewegung. Damit die Kette möglichst lange hält und euch schnell voranbringt, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Na dann? Schau mal, hier kriegst du mal ein Tuch von mir. Das brauchst du nämlich. Mhm. Und dann brauchst du auch noch ein Allzwecköl. Kann ich das nicht einfach mit Wasser putzen? Da kannst du kein Wasser nutzen, weil mit Wasser kannst du kein Fett entfernen. Mit Fett kann man Fett entfernen. Und Öl ist nichts anderes als Fett in Flüssig. Also ordentlich Allzwecköl auf den Lappen sprühen und dann die Fahrradkette vorsichtig durchziehen. Schaut mal, Leute. Boah, ist ganz schön Spaß. Hat sich gelohnt, hä? Ja, voll. So, das war der erste Schritt, Kette säubern. Mhm. Zweiter Schritt, Kette ölen. Dafür braucht man ein spezielles Kettenöl. Das ist dickflüssiger und bleibt deshalb super haften. Das Öl gibt man tröpfchenweise auf die Zahnräder. Das ist wichtig, damit die Kette nicht rostet und weiterhin reibungslos die Räder antreiben kann. Am besten ölt man die Kette so viermal im Jahr. So, jetzt müssen wir aber noch meinen Reifen flicken, ne? Der ist ja noch ganz platt. Ja. Das müssen wir machen auf jeden Fall. Wir flicken aber gar nicht den Reifen, sondern wir flicken den Schlauch. Der sitzt weiter unten. Und das ist auch meine erste Checkerfrage. Wie flickt man einen Reifen? Okay, hier. Genau, hier machen wir das mal. Ziehe ich das jetzt einfach ab? Boah, das ist ganz schwer.
Aber ich glaube, du tust dir wirklich leichter, wenn du da einen Reifenheber für nimmst. Ah, da gibt es Spezialwerkzeug dafür. Gibt es Spezialwerkzeug für, genau. Mit dem Reifenheber kann ich jetzt mit wenig Aufwand den Schlauch von der Felge lösen. Gut zu wissen. Der luftdichte Schlauch im Reifen sorgt übrigens für eine bessere Federung beim Radfahren. So, da ist mein platter Schlauch. Und meine Schutzschicht, die hat der jetzt quasi versagt, weil da ist ja wohl ein Loch reingekommen, oder? Woraus besteht denn eigentlich so ein Reifen? Ein Reifen hat viele Schichten. Und der Reifen ist nicht nur die Schutzschicht, auf dem Reifen fährst du. Mhm. So, schau dir mal so einen Reifen an. Der Reifen besteht aus einem Gewebe, also einem Stoff. Und um den Stoff rum ist der Gummi. Und auf dem Gummi fahren wir tatsächlich. Mhm. Manche Reifen, so wie der hier, die haben noch mal eine besondere Schicht. Das ist das Grüne hier. Das soll eigentlich davor schützen, dass du keinen Platten bekommst. Mhm. Aber schau mal her, der Draht war zu lang. Da steckt schon was drin. Ja, da hätte der Schlauch auch einen Platten von bekommen. Wie finden wir das Loch denn jetzt überhaupt? Zeig ich dir. Dann machen wir kurz Platz. Mhm. Dafür müssen wir den Schlauch erstmal wieder aufpumpen. Jetzt höre ich es auch schon zischen irgendwo. Siehst du auch schon was? Nee. Dann tauchen wir den Schlauch ins Wasser und sehen das Loch. Das ist nämlich da, wo Luft rauskommt. Schaut mal. Ha, jetzt blubbert's. Da ist es. Das kann man ja richtig gut sehen. Wie cool. Wenn ich da jetzt meinen Finger drauf mache, wissen wir genau, wo das Loch ist. Genau. Cool. Das Loch markieren wir, damit wir es wieder finden. Dann den Schlauch abtrocknen und los geht's. Dann brauchen wir unser Flickset. Da ist drin ein Kleber, ein spezieller, ein Flicken und so ein bisschen Schleifpapier. Mhm. Damit machen wir die Oberfläche einfach wirklich sauber. Also erstmal die Oberfläche aufrauen, damit später der Flicken richtig gut hält. Als nächstes brauchen wir den Kleber. Das darfst du dann auch gleich auftragen. Und hier ist ganz wichtig, nicht nur direkt aufs Loch, sondern ungefähr in der Größe von diesem ganzen Flicken einmal außenrum auftragen. Eine richtig große Fläche. Genau. Kann man da eigentlich auch Bastelkleber benutzen? Kannst du nicht nehmen, weil der Kleber bleibt nämlich immer elastisch. Jetzt denk dran, du pumpst den Schlauch auf, der dehnt sich, normaler Kleber würde wegbrechen. Kleber drauf und ganz vorsichtig den Flicken draufsetzen und festdrücken. Und etwa 5 Minuten trocknen lassen. Das sollte jetzt reichen. Okay, cool. So, jetzt kannst du die Folie vorsichtig runterziehen. Hey, das sieht richtig gut aus. Denke ich auch, ja. Wenn wir den jetzt aufpumpen, den Schlauch, dann sehen wir, ob wir fertig sind, ne? Genau. Bevor wir das machen, müssen wir den unaufgepumpten Schlauch erst wieder in den Reifen schieben. Dann wird das Rad an der Fahrradgabel befestigt und wir pumpen wieder. Cool. Zuerst muss man mit Hilfe des Wassers das Loch finden, dann kommt der Spezialkleber drauf. Der verbindet den Flicken richtig fest mit dem Schlauch. Gecheckt. Bevor es für mich gleich auf die Straße geht, macht Nick mein Fahrrad noch verkehrssicher. Katzenaugen an jeden Reifen. Reflektoren vorne und hinten. Reflektoren an den Pedalen. Ein Licht vorne und ein Licht hinten. Jetzt kann man uns Radfahrer auch im Dunkeln sehen. Und natürlich braucht jedes Rad, klar, eine Klingel. Und dann kann es wirklich losgehen. Hey Nick, vielen Dank, dass du mein Rad wieder flott gemacht hast. Sehr gerne, hat voll Spaß gemacht, Julian. Mir auch. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Wuhu. Das allererste Fahrrad wurde in Deutschland erfunden, aufgrund einer großen Hungersnot. Viele Pferde, die damals für den Transport zuständig waren, starben an Hunger. Damit die Menschen auch ohne Pferde schnell von A nach B kommen konnten, erfand vor ca. 200 Jahren Karl Freiherr von Drais die Draisine. Schaut mal. Sie war ein Vorläufer des heutigen Fahrrads. Sie hatte einen Holzrahmen und die Reifen waren aus Eisen. Außerdem hatte die Draisine noch keine Kette und deswegen musste man sie mit den Füßen anschieben. Stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich unbequem vor. Das erste richtige Fahrrad war das Hochrad. Das wurde vor ca. 100 Jahren erfunden. Für den Straßenverkehr war es allerdings eher ungeeignet, denn das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, ihr seid damit auf der Straße oder auf dem Gehweg unterwegs und dann müsst ihr von so weit oben das Gleichgewicht halten, ständig Autos oder Fußgängern ausweichen, auf- und absteigen. Schlimme Stürze und Verletzungen waren damit quasi vorprogrammiert. Um das zu verhindern, entwickelte man Fahrräder mit 2 gleich großen Reifen. Die waren sicherer und mit der Zeit wurden sie vor allem durch die Erfindung des Luftreifens immer bequemer, bis sie letzten Endes zu einem Massenverkehrsmittel wurden. Und bis heute hat fast jeder Deutsche ein eigenes Fahrrad.
Seit ein paar Jahren sind sogenannte Pedelecs, umgangssprachlich auch E-Bikes, super beliebt. Das E steht für Elektroantrieb. Denn zusätzlich zu der Tretbewegung wird das Rad mit einem kleinen elektrischen Hilfsmotor unterstützt. Der sitzt hier. So muss man viel weniger strampeln, um schnell vom Fleck zu kommen. Mega praktisch! Und während ich hier noch eine Runde drehe, gibt's für euch die Mitmachfrage. Was muss ich beim Abbiegen auf der Straße mit dem Fahrrad beachten? A. Schulterblick und Handzeichen geben oder B. Schulterblick und dreimal klingeln? Schaut mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. So, mit meinem reparierten Flitzer geht's jetzt auf die Straße. Ab 10 Jahren darf man dort nämlich fahren, wenn es keinen Fahrradweg gibt. Damit auf der Straße nichts passiert, gibt's ein paar wichtige Regeln. Welche das sind, kläre ich jetzt mit ADAC-Verkehrsexpertin Melanie. Hallo! Hallo! Schön, dass du da bist. Hi! Ja, ich freue mich. Schönen Helm hast du. Dankeschön. Und heute geht es ja auch um Sicherheit im Straßenverkehr. Kannst du als allererstes mal erklären, warum der so wichtig ist? Ein Helm ist natürlich deshalb so wichtig, weil er unseren Kopf schützt. Das heißt, der verhindert nicht den Unfall. Mhm. Stürzen kann man trotzdem, aber falls man stürzt, wird natürlich der Kopf geschützt und der ist sehr wichtig. Und deshalb habe ich dir auch was mitgebracht, und zwar ein kleines Experiment mit Melonen. Meine Lieblingsspeise. Yeah, schon so eine richtig schöne Sommerfrucht und mit der starten wir jetzt ein Melonenexperiment. Unser Kopf ist jetzt sozusagen die Melone. Und für das Experiment hat Melanie gleich zwei Melonen mitgebracht. Eine Melone fällt mit Helm und eine ohne Helm. Jetzt halt sie mal so ungefähr auf deine Kopfhöhe, die Melone. Und dann darfst du sie fallen lassen. Okay, na dann. 3, 2, 1. Oh, das sieht aber echt nicht gut aus. Echt krass. Die Melone ist komplett kaputt gegangen. Klar, unser Kopf würde natürlich nicht in mehrere Teile platzen, aber bei Unfällen könnten wir uns ohne Helm schwer am Kopf verletzen. Das heißt, bei so einem Fahrradunfall ohne Helm. Ja, kann man sich wirklich schwer verletzen. Und deshalb probieren wir jetzt das Ganze mal, wie es aussieht, wenn wir einen Helm tragen. Können wir die gleich nochmal fallen lassen und dann gucken wir mal. So. Gut, der dürfte jetzt geschützt sein. Vielleicht, mal schauen. 3, 2, 1. Hey, lass mal sehen. Ja. Guck mal, das ist eine Anschau, oder? Jawohl, da ist nichts passiert. Leute, ich bin echt beeindruckt, wie gut so ein Helm schützt. Also, immer Helm auf und zwar am besten jeder. Im Straßenverkehr unterwegs zu sein, ist ja nicht immer ganz ungefährlich. Was muss ich denn beachten, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin? Wichtig ist auf jeden Fall, du hast ja am Fahrrad keinen Blinker. Das heißt, du musst dich mit Handzeichen bemerkbar machen. Das heißt, bevor du abbiegst, solltest du kurz über die Schulter gucken. Genau, wenn du jetzt beispielsweise links abbiegst, dann den linken Arm rausstrecken. Meinen linken Blinker? Genau, deinen linken Blinker sozusagen. Dann nochmal am besten gucken, dass auch wirklich kein Auto kommt und erst dann darfst du abbiegen. Also, beim Abbiegen zuerst den Schulterblick, den Arm als Blinker benutzen und dann langsam abbiegen. Neben dem Handzeichen sind auch Verkehrsschilder für Radfahrer super wichtig. Das hier heißt Vorfahrt gewähren. Kommen aus der Sicht des Radfahrers an dieser Kreuzung Fahrzeuge von links oder rechts, dann haben diese Fahrzeuge immer Vorfahrt. Dieses Schild bedeutet, wir haben Vorfahrt. Allerdings sollte man trotzdem vorsichtig fahren, falls sich mal jemand nicht an die Regeln hält. Und wenn ich jetzt an eine Kreuzung komme mit meinem Fahrrad, aber es gibt keine Verkehrsschilder, wer hat denn dann Vorfahrt? Da gibt es eine ganz einfache Regel, also es gibt keine Verkehrszeichen, du weißt nicht, ob du Vorfahrt hast oder nicht, dann gilt immer rechts vor links. Bedeutet, derjenige, der von rechts von dir kommt, der hat Vorfahrt. In dem Fall jetzt zum Beispiel, wir haben das Auto rechts, du bist links, wir kommen beide gleichzeitig. Wer darf zuerst fahren? Wartet der Fahrradfahrer und das Auto darf fahren, weil es rechts ist. Klar. Wenn keine Verkehrszeichen an einer Kreuzung sind, dann gilt also die Regel rechts vor links. Melanie kommt hier in dem Fall mit dem Auto von rechts. Und deshalb hat sie Vorfahrt und ich muss anhalten. Jetzt komme ich für Autofahrerin Melanie von rechts. Eigentlich müsste sie jetzt stehen bleiben. Aber Melanie übersieht mich einfach, obwohl ich Vorfahrt habe. So eine Frechheit. Als Radfahrer also immer lieber vorsichtig fahren und zweimal hingucken. Sag mal, Melanie, wenn es so viele Straßenregeln gibt, wieso gibt es denn dann immer noch so viele Fahrradunfälle? Ja, das große Problem ist oftmals der tote Winkel. Moment, das war doch auch eine Checkerfrage. Was ist ein toter Winkel? Ich habe dir da jemanden mitgebracht. Kannst du dir besser erklären. Moment. Okay.
Wie cool ist das denn? Die Feuerwehr, wie cool! Und mit dabei ist Anselm, der Feuerwehrmann. Hallo Anselm! Hi, servus! Cooles Feuerwehrauto, ey! Ja. Darf ich mir das mal von innen anschauen? Ja, klar, logisch. Cool! Also, hier muss ich doch irgendwo diesen toten Winkel finden. Feuerwehrsachen mach ich mal lieber wieder zu. Vielleicht hier hinten? Das war laut. Melanie, wo ist denn der tote Winkel? Hast du ihn noch nicht gefunden? Nee, wo bist du eigentlich? Im toten Winkel. Im toten Winkel? Wo ist der? Da seid ihr ja. Warum konnte ich ihn euch gerade nicht sehen? Ja, wir standen im toten Winkel, ne? Der tote Winkel ist eigentlich der Bereich, den der Fahrer nicht sehen kann, obwohl er Seitenspiegel hat. Das klingt ganz schön gefährlich. Ja, das ist auch total gefährlich. Passieren auch extrem viele Unfälle und demnach können wir dir gerne mal zeigen, wie groß der Bereich ist, oder? Und wir machen das mal mit Pylonen und du setzt dich rein an die Fahrerseite und sagst uns, wann du uns siehst und wann nicht. Okay, so machen wir's. Mit den Hütchen markieren Melanie und Anselm genau den Bereich, den man vom Fahrersitz aus nicht sehen kann. Und schaut mal, der Bereich ist echt riesig. Sogar unser ganzes Drehteam kann dahinter verschwinden. Und ich sehe nichts von ihnen. Wahnsinn. Und das kann im Straßenverkehr richtig gefährlich werden. Schaut mal, wenn ich hier an der Abbiegung direkt neben dem Feuerwehrauto stehe, kann Anselm mich nicht sehen. Im letzten Moment kann er noch bremsen. Glück gehabt. Hier mal das Feuerwehrauto von oben. Tote Winkel gibt es nicht nur an den Seiten, sondern auch hinten und vorne. In den roten Bereichen können euch Fahrer und Fahrerinnen super schlecht sehen. Deshalb bleibt am besten immer hinter dem LKW und wartet, bis er vorbeigefahren ist. So kann man schlimme Unfälle verhindern. Tote Winkel gibt es übrigens nicht nur bei LKW, sondern auch bei fast allen anderen Fahrzeugen. Tote Winkel sind Bereiche außerhalb eines Fahrzeugs, die Fahrer und Fahrerinnen trotz eines Blicks in den Seiten- oder Rückspiegel nicht sehen. Gecheckt. Das Fahrrad ist nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern auch ein Sportgerät. Eine der beliebtesten Radsportarten ist das Rennradfahren. Bei dem berühmtesten Rennradrennen der Welt, bei der Tour de France, fahren die Sportlerinnen und Sportler in wenigen Tagen eine Strecke von mehreren tausend Kilometern. Seit einigen Jahren ist auch das Downhill-Fahren beliebt. Dabei rasen die Sportlerinnen und Sportler mit bis zu 70 km pro Stunde steile Berge bergab. Echt krass. Und ich will jetzt auch mal eine ganz andere Art des Fahrradfahrens ausprobieren. Das BMX-Fahren. Dafür bin ich mit ihm hier verabredet. Mit Johannes. Der fährt jeden Tag BMX-Rad und hat versprochen, dass er mir das auch zeigen kann. Bin gespannt, ob das klappt. Und klar, mit ihm kläre ich auch meine letzte Checkerfrage. Wofür steht BMX? Oh, mega! Hey, Jo! Hey, Julian! Krass, was du so für Kunststücke drauf hast. Danke dir. Kann ich sowas mit meinem Fahrrad auch machen? Mit deinem Fahrrad wird es eher ein bisschen schwierig. Da brauchen wir schon ein BMX-Rad für. Das habe ich mich eh schon gefragt. Für was steht denn BMX eigentlich? BMX steht für Bicycle Motocross. Okay, Bicycle ist Fahrrad und Motocross ist so wie die Sportart Motorradfahren. Wie das Motorradfahren, genau. Die haben da damals so vor rund 60 Jahren ganz viele Tricks drauf gemacht. Das war da ganz modern. Und das konnten sich leider nicht alle leisten. Und dann sind Kinder quasi auf das Fahrrad umgestiegen und haben versucht, die Tricks mit dem Fahrrad zu machen. Und dadurch ist das BMX-Fahren dann entstanden. Und falls ihr euch fragt, woher das X bei BMX kommt, das X stellt ein Kreuz dar, was auf Englisch Cross heißt. Im Vergleich zu Stadträdern ist ein BMX-Rad viel einfacher und kleiner gebaut. Und deshalb perfekt für Kunststücke. Das war ja mal schnell gecheckt. BMX steht für Bicycle Motocross. Das X in BMX stellt ein Kreuz dar, was auf Englisch Cross heißt. Gecheckt. Bevor es losgeht, brauche ich zur Sicherheit Knieschützer. Johannes trägt die übrigens unter seiner Hose, Ellbogenschützer und natürlich einen Helm. Und dann bekomme ich mein eigenes BMX-Rad. Wie cool! Dann sitzt der mega tief. Genau. Warum ist der so tief? Das liegt daran, dass man eigentlich im Endeffekt fast gar nicht sitzt. Also alle Tricks, die man macht, macht man im Stehen, da man da einfach viel mehr Kraft und Energie auf das Fahrrad bringen kann. Okay, und wenn wir jetzt hier loslegen, was muss ich als erstes lernen? Das allererste ist die richtige Fußstellung, dass du einmal richtig auf deinem Fahrrad stehst und dann gehen wir an das richtige Absteigen.
Die richtige Fußstellung bedeutet, die Füße müssen immer mittig auf den Pedalen stehen. Denn nur so kann man einfach und schnell seitlich vom Fahrrad absteigen und Stürze vermeiden. Johannes macht's vor, dann bin ich dran. Klappt schon ganz gut. Und hoffentlich auch bergauf. Okay. Man merkt aber schon, es ist echt steil, es zieht einen nach da hinten. Genau, und deswegen müssen wir versuchen, neben das Fahrrad zu kommen, weil uns das Fahrrad sonst im schlimmsten Fall wieder mit nach unten rückwärts runterzieht. Und okay. Das wollen wir vermeiden. Bevor ich gleich meinen ersten Trick lerne, zeigen Johannes und seine Schüler Jarno und Eloy, welche Kunststücke sie drauf haben. Wow, Jarno zeigt hier einen Barspin. Dabei dreht sich der Lenker um 360 Grad einmal um sich selbst. Der Wahnsinn. Eloy springt hier den 360. Er dreht sich gemeinsam mit dem Fahrrad in der Luft einmal um sich selbst. Als letztes zeigt uns Johannes den Tail Whip. Dabei dreht er sein Fahrrad einmal um sich selbst. Echt stark. Für solche Tricks muss man aber monatelang trainieren. Kann ich jetzt auch mal so einen coolen Sprung lernen wie du? Natürlich. Als erstes lernen wir den Bunny Hop. Das ist quasi das Springen mit beiden Rädern. Aha. Ganz wichtig ist aber, dass wir erst das Vorderrad anheben und dann das Hinterrad. Deswegen heißt es auch Bunny Hop. Bunny ist Hase auf Deutsch übersetzt. Und der Hase, wenn du dir anschaust, wenn er mal springt, der hebt auch erst vorne und dann hinten ab. Davor muss ich aber noch zwei andere Schritte lernen. Zuerst den Vorderreifen anheben und die Balance halten. Die Arme sollten dabei durchgestreckt sein. Naja. Und jetzt das gleiche mit dem Hinterreifen. Puh, das ist echt ganz schön schwer. Und wie verknüpfe ich die beiden jetzt? Das zeige ich dir gleich mal. Mit der Kiste? Mit der Kiste, genau. Ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir beides nicht gleichzeitig miteinander verknüpfen. Mal stell dir mal vor, du willst jetzt hier drüber springen und du hast von mir aus auch die richtige Höhe. Du fährst an, springst mit beiden gleichzeitig, springst. Dann ist dein Hinterrad aber schon wieder unten, bevor du überhaupt drüber bist. Okay. Wenn du jetzt aber hier schön anfährst und zuerst dein Vorderrad hochziehst und dann dein Hinterrad, dann kommst du hier drüber. Johannes macht's vor. Oh, wow. Verrückt, wie hoch er dabei springt. Okay, die Kiste ist vielleicht noch etwas zu krass für mich. Aber Johannes hat eine andere Challenge für mich. Der Bunnyhop über das rote Hindernis. Und geschafft! Für den Anfang gar nicht so schlecht. Das war ja mega cool. Geklappt. Hey Leute, ich probiere jetzt gleich mal die richtig, richtig fette Rampe. Glaubst du, ich schaffe das? Nicht? Na, er ist schon ganz schön hoch. Na, schauen wir mal. Also, jetzt gibt's erstmal die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was muss ich beim Abbiegen auf der Straße mit dem Fahrrad beachten? A. Schulterblick und Handzeichen geben oder B. Schulterblick und dreimal klingeln? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Schaut mal! Bevor du abbiegst, solltest du kurz über die Schulter gucken, dann den linken Arm rausstrecken. Meinen linken Blinker? Genau, deinen linken Blinker und erst dann darfst du abbiegen. Richtig ist also Antwort A. Leute, die rechte Rampe ist dann doch eher was für die richtig krassen Profis. Aber die Rampe daneben, die könnte ich, glaube ich, schaffen. Das war's vom Fahrradcheck. Und für mich geht's jetzt die Rampe runter. Okay, 3, 2, 1 und los. Wow, oh Gott. Wow, yes! Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der hat es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian.